Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Geheimakte Tunguska. Wir sind jetzt hier im Himalaya-Gebirge und ja, Oleg. Ohne Oleg hätte ich diese Höhle wohl nie gefunden. Glück gehabt. Huch. Ein Loch. Was ist das? Ein kleines kreisrundes Loch im Fels. Okay. Ein Auszug aus dem Reisebericht eines gewissen Dr. Evans. Meinem Vater war die Beschaffung dieses Berichts so wichtig, dass er extra alle Dokumente, die sich mit diesem Thema befassen, kodiert hat. Oh, oh Gott. Oh, nein. Wie bin ich dazu? Nein. Gott, das ist viel. Okay, lesen. Yippie. 23.10.1947. Ich bin erst wenige Monate hier in Nordindien und habe schon dreimal Gerüchte über ein mysteriöses Bergvolk gehört. Der Stamm der Zopa soll völlig zurückgezogen in einer besonders unwegsamen Region des Himalayas leben. Das Besondere an diesem Volk soll sein, dass sie hypnotische Fähigkeiten besitzen, welche sie ihren heiligen Kreis und Artefakten verdanken sollen. Mit Hilfe dieser sonderbaren Kräfte sei es den Zopa möglich, sich vor Eindringlingen zu schützen. 12.05.1949. Meine Neugier ist schon alt, aber meine Träume sind wieder erwacht, denn jetzt habe ich es endlich geschafft, eine Expedition auf die Beine zu stellen. Leider sind die Wegbeschreibungen in das verborgene Tal der Zopa nur sehr vage, aber ich werde es versuchen. Ich muss einfach. 30.07.1949. Wir sind aufgebrochen. Wenn nur die Hälfte der Erzählungen über die übernatürlichen und hypnotischen Fähigkeiten der Zopa wahr sind, dann stehen wir alle kurz vor der größten wissenschaftlichen Sensation seit der Entdeckung der Pyramiden von Gizeh. 10.08.1949. Seit Tagen dringen wir immer tiefer in die schroffe und eisige Bergwelt des Himalayas vor. Ich gebe zu, manchmal spüre ich den Drang, einfach umzudrehen. Es ist wie eine innere Stimme. Aber mein Wille ist stärker. Noch. 14.08.1949. Diese feigen Hunde. Heute haben sich meine Striege einfach aus dem Staub gemacht. Sie rannten davon wie aufgescheuchte Hühner. Zwei von ihnen stürzen in den Tod. Ob es die anderen schaffen werden, weiß ich nicht. Habe auch keine Zeit, mich mit ihnen zu beschäftigen. Ich muss weiter. 16.08.1949. Seit 2 Tagen bin ich jetzt alleine unterwegs. Die Ausrüstung musste ich größtenteils zurücklassen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie immer schwerer wird. Ich müsste mehr Ballast abwerfen, aber ich habe keinen mehr. 19.08.1949. Ich bin müde, so unendlich müde. Ich weiß, dass ich weiter muss, aber ich weiß nicht wie. Ob ich jemals meine Tochter wiedersehen werde? Fragezeichen, Fragezeichen, 8.1949. Wie lange habe ich hier gelegen? Ich erinnere mich noch ganz verschwommen, dass ich mich über einen Felsvorsprung gezogen habe. Alles um mich herum war nur noch weiß und dann wurde alles schwarz. Jetzt lichtet sich langsam wieder der Schleier vor meinen Augen. Ich sehe eine Höhle, aber meine Beine weigern sich aufzustehen. 2.9.1949. Ich liege in einem britischen Lazarett im Norden Indiens. Man hat mir erzählt, dass ich vor 10 Tagen von tibetanischen Mönchen am Ufer eines Flusses nahe der Stadt Lhasa bewusstlos aufgefunden wurde. Da ich starkes Fieber hatte, haben mich die Mönche anscheinend gepflegt und mich dann schließlich in das Militärlazarett gebracht. 4.9.1949. Man berichtet mir, dass ich häufig wirre Satzfetzen von mir gegeben habe. Die Mönche haben meine Worte mitgeschrieben. Der thronende Wächter, er sieht alles und er kommt von weit her. Was bedeuten diese Worte? Und was ist das für eine seltsame Skizze, die ich hinten in einen Reisebericht geklebt habe und die angeblich von mir stammt? Sieht aus wie ein Sternzeichen. Ich versuche verzweifelt, mich zu erinnern, aber es gelingt mir einfach nicht. 30.11.1953. Viel Zeit ist vergangen. Zeit, in der ich nach meiner Erinnerung gesucht habe, vergeblich. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss zurück. Ich werde sofort versuchen, eine neue Expedition zusammenzustellen. 27.03.1955. Ich habe alles beisammen. Eine Karte der Region, ein paar Wissenschaftler, die benötigten Träger. Aber ich kann nicht aufbrechen. Stattdessen muss ich
mich mit solchen Idioten nur umschlagen, die mir nicht glauben und meine Expedition nicht finanzieren wollen. 1.9.1959. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, wird mein Lebenswerk nie verändert werden. Die Reichenschnösel wollen mir tatsächlich kein Geld geben und auch die Banken weigern sich. Sie verbannen das faszinierende Volk der Zuber in das Reich der Mythen und Legenden. Ah, und hier haben wir diese Skizze. Okay, gut, ich kann mir vorstellen, dass die Sätze hier noch wichtig sein könnten und die Skizze. Gut, das war jetzt viel. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Aber ich fand es sehr interessant. Könnte von einem Yak stammen. Oh ja, nimm's mit. Nimm mit. Gut so. Ich kann das Teil ohne Probleme in die Öffnung schieben. Passiert aber nichts. Schade. Wäre ja auch zu einfach und zu offensichtlich gewesen. Ui. Hier wurden Muster in den Fels gehauen. Was für eine Bedeutung die wohl haben mögen? Gute Frage. Achso. Ein ganz schöner Brocken. Nimm mit. Locker, oder? Viel zu schwer. Den kann ich nicht bewegen. Schade. Der arme Kerl muss da reingefallen sein. Ob der zu den Mitgliedern der Expedition meines Vaters gehört? Wahrscheinlich. Ich komme von hier aus nicht ran. Oh. Das Wasser ist kristallklar und bestimmt schweinekalt. Was? Okay. Glück gehabt, dass es noch einen weiteren Abfluss gibt. Sonst würde die ganze Höhle vermutlich schon unter Wasser stehen. Ah ja. Die Tasche super mitgedacht. Skelett und wurde durch das steigende Wasser nach oben gespült. Allzu schwer kann der Inhalt also nicht sein. Dann nimm mit. Huch, ein Knochen. Yippie. Ach, und mehr ist da nicht drin. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Gut. Und wenn ich den da reinstecke? Der Knochen hat sich irgendwo verhakt. Ich krieg ihn nicht mehr raus. Okay, irgendwas hat sich getan. Aha. Eine seltsame Stimmung geht von diesem Raum aus. Ich kann sie nicht genau beschreiben. Unwirklich. Als ob man eine andere Welt betreten würde. Ah, und hier sind auch so die Zeichen, was auch der Petrus gemalt hat. Ui. Ui. Diese Linien und Kreise sehen fast genauso aus wie die Zeichnungen, die Manuel Perez in Kuba gemacht hat. Wieso sage ich überhaupt was? Nina sagt ja das, was ich auch sagen will. Kleine Männchen laufen vor einem unförmigen, riesigen Objekt in eine Höhle davon. Ja, ein Meteorit wahrscheinlich, oder? Es wird der Absturz eines riesigen, unförmigen Objekts dargestellt. Die abgeknickten Bäume rund um die Absturzstelle erinnern ein bisschen an Fotos, die ich mal von der Tunguska-Region nach der Katastrophe 1908 gesehen habe. Okay. Von da unten kommt dieses Licht, welches den Raum in eine so seltsame Atmosphäre taucht. Mhm. Okay. Was ist das? Der Kopf wurde direkt aus dem massiven Fels rausgehauen. Ist doch auch dieses, was alle als Amulett irgendwie haben. Okay, hätte hier sein können. Schaut aus wie ein Rätsel. Ich habe Angst. Okay. Ah, okay. Okay, ich zeichne mir das schnell ab, damit wir das nicht immer öffnen müssen. So, zack. Also hier so. Da so. Da so. Dann hier das dicke. Selbe Linie. Zack, 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 zack,
Zack. 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 Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig abgemalt. Also ich hatte jetzt gesagt, dass man das, obwohl, es haut gar nicht hin. So, vielleicht. Es sind auch irgendwie zu viele dafür. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Hätte ich mich doch ein bisschen vertan. Aber ging ja dann doch ziemlich flott. Es hat nur von der Form alles anders ausgeschaut. Schön. Sieht eigentlich eher unscheinbar aus. Aber sie fühlt sich warm an. Und ich habe das Gefühl, als ob irgendeine seltsame Energie davon ausgeht. Ich werde sie mal Oleg zeigen. Vielleicht hat er ja eine Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Ja, nimm mit. Achso. Gut. Rätsel haben wir schnell geschafft. Ich bin stolz. Zu dir wollte ich gerade. Ich sehe, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns nicht in dir getäuscht. Danke. Was meinst du mit... Pow, fallen die Stosse. Der Chef wartet. Kamburski an Station. Er bitte Landeerlaubnis. Ah, Oleg. Ich habe gehört, du hast dieses Metallding wirklich gefunden. Hi, Sergei. Ja, es lief eigentlich alles wie erhofft. Die Kleine war echt gut. Ausgezeichnete Arbeit. Der Chef wird begeistert sein. Was machen wir jetzt mit ihr? Die Befehle vom Chef waren doch eindeutig. Ist das wirklich nötig? Naja, schon ein bisschen schade um den süßen Hintern. Aber mit ein bisschen Glück bleibt der im Eis ja auch noch etwas länger frisch. Und jetzt dreh das Wasser auf. Okay. Kommt nichts. So ein Dreck. Ist das verdammte Ding schon wieder kaputt. Lass uns mal nachschauen, woran es liegt. Wir sollten uns aber beeilen. Der Prototyp ist nämlich so gut wie einsatzbereit. Und der Chef wartet schon auf uns. Und die Kleine? Sind ja nicht ewig weg. Wir kümmern uns später um sie. Hier fehlt ein Teil. Sieht aus, als ob es rausgerissen wurde. Sabotage? Könnte durchaus sein. Kümmere dich drum. Ich muss zurück zu unserem wissenschaftlichen Genie. Geht klar. Mir tut alles weh und mir ist tierisch kalt. Wo bin ich hier eigentlich? Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass Oleg mich niedergeschlagen hat. Aber wieso? Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ihm vertrauen könnte. Wieder mal falsch gedacht. Ja, vielleicht hättest du einfach Max vertrauen sollen. Tja. Erneuter Verrat. Irgendwo in der Kälte. Nina hat tatsächlich eines der sagenumwogenen Artefakte der Zopa gefunden. Aber sie ist nicht die Einzige, die ihr Ziel erreicht hat. Offenbar hat auch Oleg sie die ganze Zeit nur benutzt. Sobald sie das Artefakt in Händen hält, schlägt er sie von hinten nieder. Pow, yeah! Oleg Action. Okay. Spaß beiseite. So einem Ding kriegt man verstopfte Klos wieder frei. Ja, dann nimm mit. Es ist Badewanne. Ich dachte, sie schaut jetzt den Dreck an. Ein heißes Wasser, ein Glas Rotwein und jemand, der mir den Rücken massiert. Ich glaube, ich will nach Hause. Das kann ich verstehen.
Du wirst auch irgendwann wieder zu Hause sein. Da kommt kein Wasser raus. Ja, ach. Eine Videokamera im Bad? Hier würde ich nicht duschen wollen. Ja, musst du ja auch nicht. Da komme ich nicht ran. Extra weich und flauschig. Dreilagig. Okay. Was? Okay. Ich habe nicht wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Sorry. Nein. Okay. Gut, dann gehen wir hier lang. Ich nehme mal alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So ist richtig. So macht man das. Was hast du da jetzt? Ich habe eine vage Vermutung. Gewindeschneider. Damit kann man Gewinde schneiden. Ich weiß, sehr gewagte Vermutung. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Abdichten. Oder Rettungsschwimmerin im Fernsehen werden. Erinnert mich an das Teil, das ich in Moskau am Bahnhof gefunden habe. Scheint mittlerweile in Serienproduktion gegangen zu sein. Jetzt sogar mit Gummiummantelung am Griff. Erinnert mich an das... Irgendwas, okay. Damit kann man... Ein Silikon, okay. Okay, okay, okay. Eine Metallplatte. Ja, nimm mit. Wird bestimmt nicht so schwer sein. Ah, okay, ja. Ein Schraubstock. Standardausrüstung jeder halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt. Könnte so eine Art Generalschlüssel sein, der in der Werkstatt dann bei Bedarf nachgemacht werden kann. Ja, passt perfekt. Ist auch gut, dass sie sich hier nicht eingeschlossen haben, sondern einfach gegangen sind. Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Öffnen lässt sich das Gerät wohl über das Tastenfeld. Mal wieder. Die Zahlenkombination kenne ich nicht. Und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Schade. Gleich einmal alles durchkombinieren, bevor wir weitergehen. Man weiß ja nie. Ich glaube, ich habe eh vergessen, etwas anzugucken hier. Ja, okay, kann ich alles nicht kombinieren. Wunderbar. Eine stationäre Bohrmaschine. Steckt ein Metallbohrer drin. Sie funktioniert. Okay. Ja, gut. Mach. Der Bohrer schlägt Funken auf der Metallplatte. Ah, und damit kann ich dann bestimmt irgendwas anzünden. Der Funkenschlag des Bohrers hat das Papier in Brand gesetzt. Voll gut. Ich weiß noch nicht, wieso ich das machen will, aber ich find's gut. Mittlerweile sollte ich eigentlich gelernt haben, dass ich metallische Gegenstände nicht einfach so ins Feuer halten kann, ohne die Finger zu verbrennen. Entschuldigung. Hä, wieso? Dann halt nicht. Okay. Dann geht's halt weiter. Die Tür ist verschlossen. Ja, du hast doch jetzt so einen tollen Schlüssel. Das Schloss ist völlig vereist. Den kriege ich da nicht rein. Boah, okay. Wieso kann ich... Ist es nicht irgendwas? Okay. Dann wird halt mal wieder fröhlich hin und her kombiniert. Ja, das wollte es hier nicht. Kann ich vielleicht irgendwas mit mir selbst kombinieren? Achso, Tür. Schmarrn. Was? Okay. Die Zahlenkombination kenne ich nicht und
Die Glasscheibe kriege ich mit dem Pümpel nicht rausgerissen. Ich nehme ihn einfach mal wieder mit. Okay, was? Ja, genau, das wollte ich. So, und jetzt kann ich bestimmt den hier machen und dann kann ich den hier machen. Ich erfriere gleich, aber zumindest ist im Schlüssel jetzt schön warm. Na dann, auf. Der heiße Schlüssel schmilzt das Eis. So, jetzt ist das Schloss offen. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so funktioniert. Egal, bevor wir hier jetzt weitergehen, werde ich die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!